Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. So, wir sind frisch dabei. So, ich habe jetzt die ganzen WCs hier oben erstmal fertig. So sieht momentan der Stand aus. Jetzt muss das Ganze natürlich noch ein bisschen mit Leben füllen. Und ich dachte mir, wir haben hier sowieso schon mal die Filteranlage, haben wir sowieso schon vorbereitet. Insofern werden wir das nochmal umbauen, sodass wir das, den ganzen Schmodder hier, da hinsetzen. Also den Filter können wir hier erstmal ja hinbauen. Dachte ich mir mal so, deswegen pausieren wir hier gerade mal. So, das möchte ich einmal umleiten. Ist natürlich, müssen wir gleich ein bisschen rumsauen hier, aber das müsste gehen. So, dann bauen wir das ab. Müssen wir mal umbauen. Und einmal kurz pausieren. Frage. Frischwasser. Wie packen wir das hin? Normalerweise müssten wir hier unten auch die Frischwassertanks hinbauen. Ne? Die müssten wir ja eigentlich auch noch irgendwo platzieren. Wie schaut es denn hier aus? Das ist sowieso schon relativ warm. Machen wir sie direkt da drunter, würde ich sagen, oder? Frischwassertanks? Machen wir das direkt da drunter? Ja. Keine Ahnung, mache ich jetzt einfach mal, ganz dreist. So, wo haben wir denn die Frischwassertanks? Ich gucke da jedes Mal irgendwie nach, weiß auch nicht. Sanitär. Alter, wo habe ich die jedes Mal? Ich gucke jedes Mal da. So, Eisen. Das wird so langsam knapp, ne? Das wird so langsam knapp. So, das sind die Frischwassertanks. Das sind die Frischwassertanks. Ah, so, Wasser, Sanitär, Rohr. Ausgang, Eingang. Einmal Ausgang. Und ja gut, dann müssen wir gucken, wo wir das jetzt hier reinbuttern. Eingang. Naja, müssen wir einen kleinen Umweg gehen. So, müssen wir hier sowieso noch komplett nochmal umbauen. Also wie wir es immer machen. Einfach erstmal alles umbauen. So, das. Können wir eigentlich hier zumachen. Hier oben ist ja Chlor, das ist in Ordnung. So, machen wir das so und dann bauen wir den nämlich gleich mal ab. Auf der frischen Zelle. So, dann hätten wir zumindest erstmal das. Da packen wir dann einfach eine pneumatische rein. So, zack. Und dann müssen wir hier nämlich nochmal umbauen, so ein bisschen zerlegen. Wie sieht das mit Temperatur hier vorne aus? Das ist relativ warm. So. Bauen wir uns nämlich mal Gau hier hin. Wo hier müssen wir nicht unbedingt hin. Das ist schon nicht so dramatisch. So. Da bauen wir uns eine kleine Umleitung hin. Für den Fall der Fälle, dass sie hier mal hin müssen. Müssen sie ja momentan nicht, aber vorsehen können wir es ja schon mal. So, dann können wir das nämlich so... Upsa. Okay, gut. Müssen hier ein bisschen wischiwischi. Ja, und wie man hier nämlich schön sieht, das leuchtet nämlich schön. Na, wir haben ja 51% auch schon voll. Das heißt, wir müssen ja irgendwie 3000 Sekunden mussten wir ja halten. Jetzt haben wir schon 51%, ein bisschen einen Ticken mehr als die Hälfte schon durch. Das heißt, da sind wir dann auch schon mal einen kleinen Schritt weiter. Aber das mit dem Essen macht mir noch so ein bisschen zu schaffen, weil ich immer noch nicht weiß, wie wir das am besten hinkriegen. So, dann machen wir das. So, dann packen wir
Hier müssten wir im Prinzip hier wieder nach oben. Das werden wir nochmal umsetzen. So, sanitär. Machen wir mal die Rohrbrücke rein. Rohrbrücke. Packen das dann. Das ist ein bisschen kreuz und quer, aber das werden wir, müssen wir sowieso nochmal umändern. So, und dann könnten wir eigentlich hier hoch. Einmal hier hoch. Und dann brauchen wir einen Input. Das mal hier hin. So, dann hätten wir nämlich da zumindest schon mal den Input. Dann brauchen wir hier den Output. Der Output müsste eigentlich wieder hier unten rein. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt gerade, gebe ich zu. Aber, naja. Dann können wir das hier wenigstens filtern. Oder wir bauen das komplett um. Dass wir das nämlich da mit hin... Das können wir auch machen. Dass wir das hier mit hinsetzen. Dann bauen wir sonst das mal weg. So, das ist der Input. Das geht da rein. Dann könnten wir im Prinzip hier den Output darüber setzen. Ja, müssen wir nur gucken, weil ich würde ungern hier aufmachen, weil dafür habe ich nämlich extra hier ja die Tür reingesetzt. So, das ist einmal veredeln. So, und dann packen wir das sonst hier mit rein. Also, dann müssen wir das nur mal ein bisschen abändern. Einmal Abbruch, Rohrleitung. Nehmen wir das mal weg. So, das mal weg. Zerlegen, Rohrleitung, das kann auch weg. So, dann machen wir das nämlich so. Haben wir schon mal Sauerstoff, Nahrung, Sanitär. Dann packen wir das hier rein. Output, bla bla. Dann haben wir hier den Output. Das ist in Ordnung. Und das hier, das muss eigentlich hier vorne hin. Ja gut, sonst machen wir das hier lang. Ja, ich weiß, es ist doppelt gemoppelt. Doppelt gemoppelt und komplett kompliziert. Aber bevor ich jetzt hier wirklich noch alles auseinanderreiße, machen wir das erstmal so. So. So, da haben wir den Input-Output. Das haben wir da. Dann brauchen wir hier nochmal Strom hin. Da haben wir das. Das kriegt er von unten. Das können wir nachher auch abbauen, den ganzen Schmutz. Und dann machen wir den. Den. Müssen wir nur mal gucken, wo wir jetzt hier ran müssen. Das war jetzt hier das Frischwasser, ne? Frischwasser-Input ist hier. Hier ist Frischwasser-Input. Oh. Frischwasser-Input. So, das wäre der. So, dann haben wir natürlich hier das Abwasser. Das Abwasser, das müsste im Prinzip wieder hier ran. So. Dann brauchen wir noch einmal Strom. Beziehungsweise den müssen sie natürlich zügig zerreißen. Es ist natürlich auch die Frage, ob wir dann das Frischwasser, was wir hier haben, auch nochmal hier oben mit hinpumpen. Oder ob wir es erstmal leer laufen lassen. Ich glaube, ich lasse es erstmal leer laufen.
Achso, Strom müssen wir noch legen. So. So, der muss weg. Dann haben wir da den Input. Da, Strom. Schaut's aus mit dem Kabel hier? Warte mal. Potenzielle Last. Ist das derselbe Stromkreis? Der Stromkreis ist das denn hier? Der Stromkreis hängt mit dem zusammen hier, ne? Wir können eigentlich hier mit drauf gehen. Da ist ja schon fast Strom da. Okay. So. Gut. Soweit so gut, soweit so gut. Jetzt ist mal 1000 Aufträge gegeben. Jetzt müssen wir es natürlich erstmal fertig bauen. Den ganzen Kram. Das könnte aber nur wieder 4,5 Jahre dauern. Gut, das müssen wir dann erstmal durchstehen. Ja, wo wir nochmal gleich gucken müssen. Einmal zum einen ist natürlich Kohle. Kohle müssen wir hier abbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das können wir hier nämlich auch nochmal gau machen. Hier wollten wir deswegen ja extra rüber. Beziehungsweise hier nachher runter. So. Den Krams abbauen. Also hier einmal rüber. Da brauchen, wie gesagt, wir brauchen unbedingt Kohle, sonst alles nix. So. Allerdings müssen wir natürlich auch noch erstmal hier hinbauen und hier fertig werden. Die müssen überall bauen. Ja, also ja. Müssen überall bauen. Ich lasse es mal kurz auf 3, damit die ein bisschen Gas geben, Jungs und Mädels. Ja, wir müssen... Irgendwie, wir sind jetzt gerade wieder mal so an so einem Scheideweg, habe ich so das Gefühl. Wir sind jetzt gerade wieder so an so einem Punkt, wo wir auf der einen Seite das eine machen sollten, auf der anderen Seite aber auch was anderes machen sollten. Ich meine, sowas hier mit dem Wasserfiltern, das tut vielleicht noch nicht unbedingt Not. Vielleicht hätten wir uns da vielleicht mal andere Sachen erstmal tun sollen. Zum Beispiel um Strom kümmern. So, aber bis jetzt sind wir hier auch noch nicht tief genug. Da ist nämlich überall Chlorgas. Das müssten wir auch noch mal irgendwie wegpumpen. Das ist ja auch ein Dilemma. Könnte man nicht... Chlorgas geht ja eigentlich eher nach oben. Ne? Sonst müssen wir das einfach mal umbauen. Beziehungsweise müssten wir mal gucken... Also Automatik, Automatik, Gas, Gaselementsensor. Das baue ich mal dahin. So, das baue ich mal dahin. Und dies bauen wir auch um. Automatik zerlegen. Rohrleitung, Gaselement, Automatisierung. Automatisierung, wo haben wir das hier oben als Overlay? Das ist so. Das weg, das weg. Dann muss das weg. Das können wir zerlegen. Den lassen wir. So. Wir packen den mal dahin. Und Strom natürlich. Darauf. Das ist nämlich auch der Grund, warum die nämlich nicht mehr so gerne hier runtergehen. Dann müssen wir nämlich erstmal hier das ganze Chlor wegkriegen. Auch hier das Chlor wegkriegen. Damit die hier überhaupt noch rangehen. Das ist. Der Weg ist nämlich viel zu weit, als dass sie da nämlich mal eben atmen können. Das ist das Problem. So. Schaut's hier aus mit Wasser. Da haben wir zwar noch das. Okay. Ja gut, müssen wir gucken. Das bauen wir natürlich auch ab. Und
dauert jetzt natürlich auch noch gefühlte 5000 Stunden. Ja, die haben natürlich auch 1000 Aufgaben, ne? Darf man auch nicht, vergessen. Wobei, wir hätten noch 2 Betten. Also würde ich fast sagen, wir nehmen noch ein Dubi noch mit dazu. Schmutzwurzel oder ein Dubi noch mit. Grabemuffel, Graben gesenkt. Würde ich doof finden. Doktortätigkeit. Blase erhöht, doof. Maschinen gesenkt. Medizin erhöht, Immun gegen Lebensmittelvergiftung, Wissenschaft erhöht. Brauchen wir momentan nicht. Kochkunst nicht, 7 Kochkunst. Versorgung, Stärke, Bauen, Athletik. Ist aber Grabemuffel und... Grabemuffel ist auch doof. Bauen, Versorgen. Wir können auch Quinn nehmen. Oder wir nehmen Quinn. Wir nehmen, glaube ich, Quinn. Wir nehmen mal Quinn. Dann kriegt Quinn auch gleich eine Aufgabe. Quinn soll nämlich versorgen. Sind sowieso 4 Stück Versorger. So. So, den können wir auch mal ein bisschen hochpushen. So. Ja, doch eigentlich. Hat er nicht gerade. Ach, warte. Er hat ein Hütchen gekriegt, aber irgendwie will er es noch nicht aufziehen. Okay. So. Aber dann haben wir dann noch einen Versorger mit, der ihn noch ein bisschen schleppen kann. Dann kann er mich noch ein bisschen versorgen. Ich will hoffen, dass es dann vielleicht noch ein bisschen fixer geht alles. Wir haben 280.000 Essen, nicht Kalorien, also ich denke mal, das sollte auch erstmal gehen. Bauen kann er auch. Durchlaufen hier. Hier ist natürlich keine Energie mehr, das ist doof. Hier ist noch Energie drauf, das ist schön. Ja, wie gesagt, der Strom ist eigentlich unser großes Problem. Strom, Sauerstoff müssen wir auch mal sehen, wegen Algen. Das ist auch nicht mehr so prall. Also müssen wir auch mal sehen, dass wir da vielleicht Richtung Wassergeneratoren gehen. Wassergeneratoren, sag ich schon. Nicht hier Wassergeneratoren. Ich meine hier die Elektrolyseure, dass wir da vielleicht auch mal hingehen. Wobei, dafür brauchen wir wiederum Energie. Na, darum, das ist wieder so das Ding. Dafür brauchen wir wieder Energie. Das heißt, wir können zwar Wasserstoff generieren, aber das trägt sich ja gerade mal selber, das System, ne? Deswegen, und wir kriegen halt nicht so viel Wasserstoff raus, wie wir brauchen könnten. Von daher ist das nicht ganz so einfach. So, da haben wir das, haben wir die Kohle. Wir haben momentan einfach zu viel zu tun. Deswegen habe ich nämlich hier oben auch dann auch noch eine Leiter gesetzt, damit wir auch noch an die Algen rankommen. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Können wir übrigens mal noch mit abbauen. So. Das sollte auch passen. Einfach zu viel zu tun. Huch. Einsiedler-Rekrutierungsfortschritt. Erfolg! Ein Einsiedler ist sehr begeistert, endlich am Netz zu hängen. Die hellen Lichter beleuchten eine unbekannte Akte auf dem Boden in der Nähe. Fragt sich nur, wenn wir das jetzt abschalten würden, Strom, ob das wieder ins Minus geht, ob das wieder gegen Null laufen würde. In der Nähe solche
beleuchtet gewesen sein? Soll beleuchtet sein? Wo denn hier? Weiß man nicht. Na gut, bis wir so weit sind, wie gesagt, wir können ihn ja sowieso erst rausholen, wenn wir plus 4 Essen machen können. Und das sehe ich bis jetzt noch nicht. So. Okay. So, das müssen wir eigentlich auch nochmal, sehe ich gerade, müssen wir eigentlich auch nochmal abbauen. Scheiße. Abbruchrohrsysteme, Rohrleitung. So, das muss eigentlich auch mal abbrechen, weil das ein Stückchen höher muss, sehe ich gerade. Stationen. Ne, veredeln. Veredeln. Wupp. Das muss eigentlich hier hin. Das muss eigentlich hier hin. Das. Stromkabel dahin. Und Sanitär. Wupp. So, das ist der Input. Der muss darauf. So, das muss dahin. Das heißt, das andere. Das andere Rohr muss da oben. So. Da müssen die Jungs und Mädels aber erstmal hin. Zerlegen. Tausende Baustellen offen, ne? Tausende. Ich weiß gar nicht, wie wurde, beziehungsweise ich schon, aber die nicht. Die Dubis wissen immer auch nicht, wo sie als erstes anfangen sollen. Na, vor allem, wir müssen ja auch noch den ganzen anderen Kram hier noch machen. Hier die ganzen Pflanzen bewirtschaften, ernten und düngen und weiß der Geier was. Aber wir müssen echt mal gucken, wie wir das mit dem Strom hinkriegen. Strom war ja auch unser Problem bei den ersten paar Folgen. Und das ändert sich jetzt ja auch nicht groß. Von daher müssen wir echt mal sehen, wie wir das mit dem Strom gebacken kriegen. Ne? Vor allem, wo wir die Stromquellen herkriegen. Ich glaube, wir haben wirklich über kurz oder lang keine andere Möglichkeit, als über Solarpanels zu gehen. Und Solarpanels können wir auch wieder darum nicht bauen, weil wir dafür eben Materialien nicht haben. Die können wir, glaube ich, nämlich auch erst später herstellen, wenn wir ein bisschen mehr Energie produzieren können. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig hier gerade. Deswegen sage ich ja, wir sind wahrscheinlich gerade so, wir so am Scheideweg. Wo es heißt, hopp oder top. Nun gut, dann würde ich aber mal sagen, ich warte jetzt mal, bis sie hier fertig sind. Mal gucken, vielleicht können wir das dann ja auch gleich nachher Anfang der nächsten Folge in Betrieb nehmen. Und würde dann erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ihr könnt mir eventuell, wenn ihr Lust habt, mir auch nochmal Tipps geben in Bezug halt auf Strom. Wie wir am besten Strom produzieren können. Zumindest in der jetzigen Situation. Das wäre nochmal ganz, ganz interessant. Also Wasserstoff wäre eine Möglichkeit. Aber ich habe eben halt keinen Schlot oder sowas, wo ich dann das Wasserstoffschlot zum Beispiel, sowas habe ich leider nicht. Also ich bin dann gerade so ein bisschen noch am überlegen, wie ich das am besten mache, außer halt Kohle, ob es da nicht noch irgendwie die Möglichkeit gibt, da an 5 Jahren Energie ranzukommen, weil Wasserdampf geht ja momentan nicht. Na? Da müssen wir dann tatsächlich mal gucken. Aber vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, fürs dabei sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.